Okay, ja, ich bin Lars, wohne irgendwo im tiefen Süden Österreichs. Seit Jahren bin ich beim I2P-Projekt dabei und ich wurde ausgewählt, heute mal einen kleinen Vortrag darüber zu halten. Ist ein Einsteigervortrag, man kann aber jederzeit Fragen stellen und wenn ihr in die Tiefe gehen wollt, irgendwann hört man Wissen auf. Aber das, wenn ihr so weit kommt, seid ihr gut. Ich hoffe mal, es geht weiter. Ja, so I2P, was ist denn das eigentlich? Ist ein Low-Latency-Netzwerk, das bedeutet geringe Latenzen zwischen Client und Server. Wenn man Anfrage stellt, sollte die Antwort relativ schnell zurückkommen. Wichtigstes Feature dabei, es soll anonym sein. Das heißt, keiner weiß, was man da tut. Im Endeffekt bietet es ein Blackbox, ein Tunnel zwischen Client und Server an. Man schiebt irgendwo Daten rein und irgendwo kommen sie raus. Ganz simpel in der Theorie. Im Gegensatz zu dem, was Sie eben gehört haben, ist es hauptsächlich ein internes Netzwerk. Sorry. Es gibt fast keine Out-Proxies, also Connects vom Netzwerk selber ins normale Netz und wieder zurück. Wir sind ungefähr mit 10 Leuten weltweit dabei, das zu entwickeln. Wir sind mal mehr, mal weniger Leute. Es sind aber alles private Leute, die das rein privat machen. Es ist keine Firma, es ist kein Verein, es ist kein Legal Entity. Alles reine private Leute. Es ist Open Source, sogar teilweise auch do what you want to do with it. Nach dem Motto, nimm und mach es, es ist uns egal. Der Source Code ist vorhanden, jeder kann machen, was er will. Gestartet ist es schon vor 15 Jahren als Freenet Project Transport gedacht. Also wer das Freenet Project noch kennt, dafür war es eigentlich als Transport gedacht, aber wegen anderer Dinge ist es dann als eigenes Netzwerk bei rausgekommen. Und es ist somit genauso alt wie Tor, plus minus ein paar Monate. Aber halt eben etwas kleiner. Die grundsätzlichen Sachen von I2P, die Grundsätze, nach denen möglichst gehandelt wird. I2P versteckt nicht, dass man I2P nutzt. Das ist auch sehr schwer möglich. Also, wenn man I2P startet, kann theoretisch jeder sehen, dass man das nutzt. Aber I2P versteckt, was man im I2P macht. Also die Nutzerspuren innerhalb von I2P, man startet und schon sieht der andere nicht mehr, was man da drin macht. Das ist eigentlich die große Sache, die das Wichtigste ist. Deswegen, User sollen halt eben sicher mit anderen Leuten im I2P anonym kommunizieren können. Man soll Daten austauschen können, sei es Chats, sei es irgendwelche anderen Daten. Und keiner soll wissen, wer mit wem Daten ausgetauscht hat und welche Daten man ausgetauscht hat. Deswegen ist auch eins der großen Grundsätze von I2P, vertraue nur dir selber und keinen anderen. Also gegebenenfalls erweitert mit dem System, wo es drauf läuft. Aber wenn man selber User von dem eigenen System ist, sollte man so ungefähr wissen, was auf dem Rechner läuft und was nicht. Soweit man da kein Vertrauen zum Rechner mehr hat, ist es auch recht schwer. Das sieht man in anderen Bereichen. Das Netz selber, wo die Daten durchgehen, soll natürlich selbstregulierend sein, ohne zentrale Instanzen. Getreu dem Grundsatz, vertraue niemand außer dir selber. Das soll keine zentrale Kontrollinstanz der sein, die sagt, du darfst nicht. Das will man nicht. Open Source ist klar, nur Open Source kann man vertrauen. Und was ganz wichtig dabei ist, möglichst wenig eigene Kryptografie dabei. Alles soll möglichst von irgendwem anders schon mal irgendwie beobachtet worden sein und gesagt sein, das taugt, das funktioniert, das ist in Ordnung. Was eigenes schreiben und das nicht von anderen kontrollieren lassen, ganz böse. Es sind 1000 Fehler drin, haben wir schon überall anders gesehen, wollen wir nicht. So, fangen wir mal an, wie funktioniert das dann eigentlich? Wenn man startet, holt man sich so eine sogenannte Seed-Datei, also Informationen von anderen I2P-Routern, die zufällig ausgewählt werden. Von den, im Moment haben wir 10 Servern, die Facts eingetragen sind, automatisch auf seinen eigenen Rechner. Man kann diese Seed-Datei auch von wem anders bekommen, per E-Mail, BitTorrent, zur Not auf Papier, aber das empfehle ich nicht. Aus dieser Seed-Datei extrahiert der Router, den man hat, dann den anderen I2P-Nodes, die man kennt, und verbindet sich zu denen, die in dieser Seed-Datei drinstehen. So hat er halt eben andere Verbindungen zu den anderen I2P-Nodes und daraus werden dann halt eben Statistiken aufgebaut in eine lokale Netz dabei, NetDB geschrieben, über andere I2P-Peers, Router, die man kennt, und ob die gut oder schlecht sind. Schlecht bedeutet ganz langsam angebunden, nehmen keine Connection an oder andere Dinge. Und danach werden den sogenannten Hidden Services aufgebaut. In Hidden Services, wenn man zum Beispiel Daten verteilen will oder wenn man Kontakt zum anderen aufbauen will und eine Antwort erhalten möchte. Man braucht irgendeine Zieladresse, sonst geht das ja nicht, Antworten zu bekommen.
Ui, sorry, die Cola ist ganz schön. Und dazu erstellt jeder Hidden Service standardmäßig 2 Eingangs- und 2 Ausgangstunnel. Wie gesagt, I2B, Blackbox, da muss man irgendwie durchtunneln. 2 kommen rein zu dir und 2 gehen von dir wieder raus. Jeder Tunnel hat dabei standardmäßig 3 Hops. 3 Hops bedeutet 3 verschiedene Rechner aus dem I2B-Netz, die Daten weiterleiten. Wenn man jetzt kurz überschlägt, 2 Eingangs-, 2 Ausgangstunnel sind 4 Tunnel, A3 Hops sind allein schon 12 Hops, 12 andere I2B-Nodes für einen Hidden Service benötigt. Der Server auf der Gegenseite braucht dasselbe. Die Tunnel, halt eben die Eingangs- und Ausgangstunnel, werden aus bekannten, fähigen Peers aus der NetzDB, die man ja vorher aufgebaut hat, erstellt. Also wenn man in seiner Netzwerkdatenbank nur 2 andere ITP-Nodes drin hat, kann man keinen Tunnel aufbauen. Man muss warten, bis man mehrere hat. Wie gesagt, für einen Hidden Service sind ungefähr 12 nötig. Die werden bewertet, gut, schlecht. Und wenn man 12 gute hat, kann der Tunnel aufgebaut werden. Gegebenenfalls wird beim Hidden Service nur ein Eingang- und ein Ausgangstunnel aufgebaut. Dann braucht man nur 6. Das geht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Client und Server bauen jeweils den Hidden Service aus. Zum Beispiel, wenn ein Server ist, ist klar, Hidden Service, ich will Daten haben, alles klar, passt. Und der Client baut dasselbe auf, weil er die Antwort erhalten möchte. Somit ist das theoretisch symmetrisch, aber nicht ganz. So, jetzt hat man diesen Hidden Service mit den Tunneln aufgebaut. Jetzt will man ja natürlich auch noch, dass man irgendwie die anderen Leute, dass sie Daten zu einem senden oder man will Adressen haben. Nach dem Tunnel aufbauen wird die sogenannte Leaset an eine Flatfill-Datenbank gesendet. Das Leaset enthält die Informationen, wie man erreicht werden kann. Sorry. Und die Flatfill-Datenbank ist die Datenbank so auf ungefähr 1000 ITP-Nodes weltweit verteilt, in der halt eben diese Leasets, die Kontaktinformationen, gespeichert werden. Ja, hier steht das Leaset bei mir auch noch unten drin. Wie gesagt, da werden die Eingangsserveradressen in verschlüsselter Form abgelegt, aber diese ändern sich alle 10 Minuten. Ganz wichtiges Prinzip auch von I2P. Tunnel sind nur 10 Minuten gültig. So, wenn jetzt der Client Daten irgendwie zum Server schicken will, fragt er die Flatfill-Datenbank nach diesem Leaset zu dem Hidden Service. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin Lars.I2P, dann fragt der Client, du, ich möchte dahin, gib mir mal das Leaset zu dem Server. Alles klar, die Flatfill-Datenbank sagt, hier hast du ein Leaset, alles klar, Leaset guckt dann nach, ich muss zu dem Tunnel. Und schon geht den Daten an den Server, der Server antwortet wieder, wenn halt eben alles erfolgreich funktioniert hat. Hier sieht man nochmal den Roundtrip mit 12 Hops insgesamt, vom Client halt eben zum Ausgangstunnel, vom Client-Ausgangstunnel zum Server-Eingangstunnel beim Server. Der Server sendet die Daten zurück über seinen Ausgangstunnel zum Client-Eingangstunnel zum Client. Insgesamt 12 Hops, etwas kompliziert, aber was braucht man alles, um wirklich ein bisschen anonym zu sein? So, was kann I2P? Naja, ganz basic, baut einen Tunnel zwischen Client und Server auf. Habe ich schon mehrmals gesagt. Die Tunnel sind per se TCP, können aber auch als UDP-Transport benutzt werden. Also man kann von Clients und Server ohne Probleme Standard TCP machen. Wenn man UDP machen will, muss man ein klein bisschen Aufwand nehmen, geht aber auch. Diese Datagrams, das sind einzelne Pakete, die halt von Client rausgeschickt werden an die Server, die man kennt. Die erwarten nicht unbedingt Antworten. So ähnlich wie UDP. Jeder I2P-Router ist per se auch ein Relay, die halt eben Daten von anderen annehmen und weiterleiten. Aber wenn man nicht genug Bandbreite hat, ist diese Funktion ausgeschaltet. Heutzutage eigentlich nur noch mit ISDN oder langsamer in Deutschland oder in anderen Ländern ist das Problem so. Oder auf Android ist es auch per se erstmal kein Relay. Aber gut, wenn man dem Netzwerk helfen will, sollte man die Relay-Funktion nutzen. Das Problem mit den 12 Hops, Roundtrip, einmal hin und her, bedeutet eine höhere Latenz, so in dem Bereich eine halbe bis 2 Sekunden, je nachdem, wie gut die anderen Hops, die man dazwischen ausgewählt hat, sind. Dadurch ist natürlich die Bandbreite auf einen Tunnel relativ beschränkt, so in den 50, 60, 70 Kilobyte Sekunde maximal. Wenn man jetzt aber 10 Tunnels hätte, könnte man alle 10 nutzen, dann geht es wieder in einen halben Megabyte Bereich oder noch mehr. Wir als Entwickler setzen möglichst wenig Limitierungen in I2P rein. Es gibt Limitierungen, die rein
ressourcentechnisch und rein sicherheitstechnisch vorhanden sind. Wir wollen zum Beispiel nicht, dass ein User die ganzen Flatfill-Datenbanken abfragt und so sämtliche Eingangstunnel bekommt. Da gibt es so gewisse Limits, die einfach eingebaut sind aus Sicherheitsgründen. Oder aber wir wollen nicht, dass ein Client alle I2P-Router einen einzigen Client fragen. Da gibt es natürlich auch Limitierungen, die eingebaut sind. Aber ansonsten sind wir als Entwickler, sagen Daten an, mach, was du willst. Wir kontrollieren nicht, welche Daten du versendest. Wir können auch gar nicht kontrollieren, welche Daten da durchgehen. Das wollen wir nicht. Drum, schick Daten, wie du willst. Und, okay. Ja. Du hast vorhin gemeint, das sei ein Low-Latency-Netzwerk. Ja. 5 bis 2 Sekunden. Gilt schon als Low-Latency. Ah. High-Latency ist Freenet und höher, die in dem Bereich ab 10, 20, 30, 40 Sekunden bis mehrere Tage. Okay, dann habe ich andere Ansprüche. Die Definition ist auch schon über 10, 15 Jahre alt. Also, das erklärt es ein bisschen besser, ja. Heutzutage, wie gesagt, ist klar, wenn man in den, in den Börsenhandel Low-Latency reingeht, dann ist das Nanosekunden. Ja. Nee, ich dachte jetzt eher wirklich so an SSH zum Beispiel. Geht auch. Ist aber schon mühsam. Ist ein bisschen mühsamer. Halt. Mit Mosch oder so. Da habt ihr davor das Problem. Zum Beispiel, wenn es funktioniert, wenn man es entsprechend gemacht hat. Die Tunnels, die wir haben, unterstützen verschiedene Protokolle. SOCKS kann man rüber machen, wenn er entgegengespecht die Endstelle. Der Server ist das auch unterstützt. Man kann RAW-Daten rüber senden, ist dann, glaube ich, klar. Connect-Format kann man nehmen. Wir haben HTTP und IRC-Tunnel, die gewisse Header aussortieren. Zum Beispiel HTTP will man nicht unbedingt die sämtliche Language, die im HTTP-Header, HTTP-Accept-Header drin sind, zum Beispiel mit Senden. Beim IRC, also bisher kenne ich keinen IRC-Client, der nicht seine eigene IP mitsendet, im standardmäßig Connect zum Server. Das wird zum Beispiel ausgefiltert beim IRC-Tunnel. Streamer ist ein UDP-Format zum Senden, Broadcasten von Audiodateien. Hat vor 5, 6 Jahren schon funktioniert. Allerdings etwas leidlich, weil gewisses Hops natürlich etwas langsamer sind und da gab es hin und wieder mal kleine Aussetzer. Sollte heutzutage besser funktionieren, habe ich lange nicht getestet. Zum Verbinden des Ganzen, zum Steuern des Ganzen gibt es verschiedene APIs. Bob, Basic Open Bridge, SAM, V3, StreamingLib, Native Java kann man es anbinden, je nachdem, was einem da besser gefällt. Sorry, diese Cola. Services. Standardmäßig von uns gibt es sehr, sehr wenig Services, weil wir keine Legal Entity sind und somit möglichst wenig Verantwortung bei uns haben wollen, auch möglichst wenig Risiko, dass jemand uns angreift und das Ganze damit zum Stillstand bringt so. Die Community, die User draußen, die bieten mehr Services an. Man muss dabei ein bisschen aufpassen. Viele Services, die wir als I2P empfehlen oder standardmäßig aktiviert sind, sind nicht von uns. Auch wenn das viele auf den ersten Blick so denken. Wir bieten sozusagen nur unsere Webseite, einen Track-Server, unser Monitoren-Server ist unser Main-Repository. Inzwischen gibt es einen Git-Server, der das Ganze klont. Git hat aber leider ein paar Limitierungen, die nicht für uns brauchbar sind. Git kann kein Resume. Und wenn man Git, sagen wir mal so 100 Megabyte über eine 5 Kilobyte Sekunde Leitung rüberholen will, der alle 20 Minuten mal abbricht, danke, nein. Da ist Monitoren bedeutend besser, es kann Resume. Obwohl Git andere Fähigkeiten hat. Also wir sind da ständig in Diskussion. Und wir haben auch ein Forum, ein Chatforum oder normales Webforum, das im normalen Netz und im I2P-Netz erreichbar sind. Das sind sozusagen unsere Services, die wir als I2P anbieten. Es gibt einen E-Mail-Service mit Kontakt oder ein Gateway ins ClearNet, was man halt im E-Mail-Sender empfangen kann mit anderen Leuten. Kommt aus der Community. Es gibt ein IRC-Netzwerk mit 3 verbundenen IRC-Servern, kommt auch aus der Community, ist aber rein innerhalb I2P. Wer da chattet, ist sozusagen anonym. Es sei denn, man gibt selber Kund, wer man ist. Wir haben Wiki von mehreren Leuten, diverse andere Foren von anderen Leuten. Es gibt einen Torrent, es gibt einen Open Tracker. I2P Snark ist ein Java I2P Client, der Torrent Client in der I2P, der im Hintergrund läuft, der halt den Torrent macht. Wird aber auch zum Update benutzt vom I2P selber, wenn man nicht Debian Paket oder sowas nutzt. Es gibt iMule, also Mule-Client, Nutella-Netzwerk. Es gibt ein eigenes E-Mail-DRT-Netzwerk, welches unabhängig von der normalen E-Mail ist. Nennt sich I2P-Bote. Soll ganz gut funktionieren. Ich bin da etwas außerhalb.
Und es gibt ein HTTP-HTTPS-Proxy, auch von der Community betrieben. Im Gegensatz zu Tor, das Tausende hat. Da muss man so ein bisschen Unterschied sehen. Unser Java-Router, wo wir dran entwickeln, hat standardmäßig SUSE-Mail, ist ein Webmail-Client dabei, ist automatisch konfiguriert für den standardmäßig E-Mail-Service, der von der Community betrieben wird, die halt die Mails mit dem normalen Netz und dem ITP-Netz austauschen. ITP Snark ist wie gesagt auch dabei, wird auch heute für die Auto-Update-Funktion benutzt, deswegen muss er dabei sein. Es gibt den Jetty-Web-Server, der ist in der Router-Konsole mit eingebaut. Einerseits wird für die Router-Konsole zum Kontrollieren des ITP-Clients benutzt, andererseits kann man da relativ schnell Webseiten im ITP-Netz bereithalten. Man muss praktisch nur Daten in ein Verzeichnis reinkippen, auf der Web-Interface einen Haken setzen, schon kann jeder die Daten abfragen. Ist das dieser Router dann Hardware? Oder? Nein, das ist reine Software. Okay, also ein ganzes Betriebssystem oder es ist, das habe ich noch nicht gesagt, gehen wir später, aber es ist ein Java-Applet oder ein Java-Programm, welches im Hintergrund läuft. Es gibt einen C++-Client, der im Hintergrund läuft. Es gibt jemanden, der das in Go machen will und neuerdings auch in Rust. Also da gibt es mehrere. Okay, ja. Man kann die Java-Applikation kann man dann halt eben mit Plugins erweitern. Zum Beispiel gibt es ein Plugin für IRC, es gibt ein Plugin für Orchid, ist ein Plugin, welches dann den Tor Java Client mit in ITP einbindet, um halt die normale Webseiten zu erreichen. Funktioniert inzwischen jetzt wieder. Orchid ist immer ein bisschen schrecklich. So, weitere Implementationen, wie eben gesagt, wir vom ITP-Team entwickeln größtenteils die Java ITP Router Suite weiter. Bug ausbessern, neue Features einbauen, Krypto ändern, je nachdem, was gerade angesagt ist. Es gibt Android ITP, läuft aber auf Android, wird auch von uns mitentwickelt und supported, allerdings etwas nachrangiger, weil wir da nicht so die hundertprozentige Erfahrung haben. ITPD ist eine C++-Version vom ITP Router, hat eine eigene Developer-Gruppe, wird vor allen Dingen in Russland benutzt, auch wenn der Main-Entwickler in Kanada sitzt. Da gibt es auch immer so ein bisschen gewisse Reibereien, auch wenn wir ihnen glücklich sind, da die praktisch mit richtig Power dahinter gesessen haben, eine eigene Router-Instanz zu etablieren und nachzubauen und unsere Dokumentation somit nachgefragt haben, nach dem Motto, dort ist ein Fehler, hier ist ein Fehler, da ist ein Fehler, dort fehlt was. Und so wurden wir praktisch dazu gezwungen, die Dokumentation erheblich zu verbessern. Wir sind dankbar. Kofri ist wiederum eine C++-Version vom ITP-Router, welches im Monero-Netzwerk rein soll. Kofri und ITPD haben dieselbe Codebasis gehabt, bis zu einem gewissen Punkt, wo sich die beiden ein bisschen auseinanderdividiert haben. Und darüber gibt es heutzutage noch Streit. Am besten niemals die Entwickler darauf ansprechen, dann kriegt man da keine Probleme mit. Wie gesagt, eine Go-Version ist auch Entwicklung. Die Rust-Version, habe ich jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen, die fehlt hier noch. iMule, Axia, Nightweb sind Programme, die einen eigenen ITP-Router enthalten haben. Meistens ist es aber der Java-Router, der aus irgendwelchen skurrilen Tools in C, C++ umgesetzt wurde und embedded wurde. Hat so leidlich funktioniert, wenn man nicht den Java-Router nutzen möchte. In Azureus, Wuz oder wie jetzt der Klon heißt, weiß ich gerade nicht, existiert auch ein ITP-Plugin. Installiert man, klickt man drauf und schon kann man den ITP, die Torrents mitnutzen, wenn man möchte. Das ist relativ problemfrei. So, warum ITP nicht wie Tor ist und dennoch so wie Tor ist? Einerseits, die grundsätzliche Basis darunter ist im Grunde genommen, Daten werden über mehrere andere Rechner zum anderen zum Server geleitet und wieder zurück. Das ist ein Relay-Netzwerk, da ist Tor genauso wie ITP und andere, die es ja in dem Bereich auch gibt, da sind sie relativ ident. Es gibt ein paar Feinheiten im Untergrund, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir haben vor allen Dingen ein internes Netz ohne zentrale Instanzen. Tor hat zwischen 3 und 10 Central Authorities. Sie hatten mal 3, ich glaube, es sind jetzt 7 geworden, aber ich weiß es jetzt nicht. Wenn man die Central Authorities in Tor wegnimmt, funktioniert Tor nicht mehr. Das haben wir nicht. Das einzige wirklich Zentrale, was bei uns gibt, sind die Receipt-Server, was im Moment noch ein größeres Problem ist, aber man kann die Receipt-Datei, die man haben will, auch anders verteilen. Man muss es nur besser dokumentieren. Kommen wir wieder zur Dokumentation zurück.
Wir sind auch für viel internen Traffic gedacht. Zum Beispiel Torrent ist bei uns explizit erlaubt und ein eigenes Tool, um wirklich die Bandbreite zu optimieren bei uns. Tor hat schon seit mehreren Jahren, bitte nutzt kein Torrent, bitte nutzt kein Torrent. Wenn ihr Torrent nutzt, dann irgendwann sperren wir das. Gute Krypto habe ich ja drauf geschrieben. Also I2P hatte schon vor 15 Jahren Entscheidungen zu einer Kryptografie gemacht, die damals insane war. Also so 1024 Bit oder höher per Default eingebaut, wo Tor gesagt hat, ist schon viel zu viel, wir machen viel weniger Bit. Heutzutage ist Tor in einzelnen Bereichen weiter, aber wir arbeiten halt eben auch dran, das Ganze zu ersetzen, ist nur nicht so einfach. Wir sind flexibel für den Nutzer, ist Tor auch. Bei uns geht UDP. Tor kann im Moment noch kein UDP. Arbeiten Sie zwar dran? Der entsprechende Bugreport wurde erstmal mit temporär mit Drohnenfix geschlossen. Ja, kann man so sagen. Okay, wir sind kein Tor. Wir haben im Moment nur ein Out-Proxy. Das ist so ein Problem, weil wir von I2P kein Out-Proxy betreiben möchten. Wir wollen nicht die Verantwortung haben. Wir sind eigentlich auch nicht dafür gedacht, ins normale Netz in Kontakt zu haben und die Daten mit dem normalen Netz auszutauschen. I2P war dazu gedacht, ein eigenes sicheres Netz zu bauen und von allen anderen sich frei zu sprechen. Hat nicht so ganz funktioniert. Wir haben auch keine Bridges, kein Obfuscation Transport. Noch nicht, wir arbeiten dran. Aber das ist auch recht kompliziert und wenn man nicht die Manpower hat wie Tor, ist es natürlich ein bisschen mehr Arbeitszeit, was da reingeht. Allerdings, in den letzten 3-4 Tagen hat sich was getan. Jeder hat mitbekommen, Telegram wird versucht, in Russland zu sperren. Ist natürlich ein bisschen weniger erfolgreich in Russland, aber okay. Telegram kann mit HTTP, HTTPS benutzt werden. Wie ich vorhin gesagt habe, I2PD hat ziemlich viele Nutzer in Russland. Deswegen haben jetzt die Russen angefangen, I2P als Outproxy für Telegram zu benutzen. Da war der Outproxy ziemlich stark und wir haben ein paar Anfragen bekommen. Guck mal, der Outproxy ist so langsam. Okay, der den Outproxy betreibt, der nennt sich ja False I2P, hat jetzt ein kleines Cluster aus mehreren Workstations aufgesetzt, die Daten jetzt weiterleiten. Ups. Und nach einer kleinen Twitter-Anfrage haben sie auch mehrere Leute bereit erklärt, ein Outproxy für die Community, für I2P selber zu betreiben und dann da die Daten rüber zu betreiben. Da sind wir vom I2P-Dev-Team ein bisschen drauf angelegt, jetzt da ein bisschen mehr Arbeit zu investieren, dass es ein bisschen besser läuft. Aber es ist nicht unsere Expertise. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wie gesagt, das ist jetzt recht neu, da wird sich noch schauen, was passiert. Ja. Und weil es ein Einsteigervortrag ist, sage ich danke fürs Interesse und Zuhören. Fragen? Warum hat niemand Fragen? Hervorragend. So ist das immer. Die Folien sind auch schon in... Okay. Wie sehen die internen DNS-Adressen aus? Du hast irgendwas erwähnt, es gäbe sowas wie DNS. Ja, wir haben... Wie muss ich mir das vorstellen? Die internen DNS-Adressen, I2P selber intern arbeitet mit B64-Adressen, Base64, das sind lange, ich weiß es gar nicht, ab 400 Zeichen aufwärts, B64-encodete Zeichenstrings, die als Public Key für die Serveradresse dienen. Da die vollkommen unhandlich sind, gibt es intern ein sogenanntes Adressbuch, welches die Pet Names, habe ich die Folie überschlagen? Ich dachte, ich hätte was geschrieben. Okay. Die Pet Names, also normalen Namen, wie zum Beispiel False I2P, was ich hier stehen hatte, werden in einem internen Adressbuch, welches lokal läuft, in diese B64-Adressen umgesetzt. Hat gewisse Freiheiten, dass jeder ein eigenes Adressbuch haben kann und eigene Adressen für den eigenen DNS-Namen hat. Hat aber den Nachteil, viel zu komplex zu sein, die meisten Leute verstehen es nicht. Drum gibt es mehrere Adressbuch-Server, die sozusagen von anderen Leuten den Namen.i2p und B64-Adresse collecten, also sammeln und dann selber wieder publizieren, wo andere sich subscriben können und die Adressen sozusagen von dort holen und lokal in ihre eigene Datenbank ablegen. Das Problem dabei ist, wenn man das Ganze lokal hat, ist es zwar nach dem Motto, vertrau nur dir selber, aber wir als Entwickler können sozusagen nicht mehr lokal drauf sagen, schauen und sagen, die Adresse ist alt, die gibt es nicht mehr, löschen wir mal. Wir wollen ja nicht bei den Usern irgendwas löschen, das ist ja ganz böse. Und da wir auch keine zentrale Instanz haben wollen, können wir auch keinen wirklich zentralen DNS-Server hinsetzen, der halt dem vorgibt, die Adresse ist da oder ist nicht da. Deswegen bei uns gilt, einmal so eine Namen.itp-Adresse eingetragen,
erstmal gültig für immer. Die wird nicht wieder vergeben. Hat ziemlich starke Auswirkungen. Und das andere Problem dabei ist, diese B64, also Entschuldigung, wenn jeder seine eigene Datenbank auf einem lokalen Rechner hat, kann natürlich jeder auch einen anderen Namen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, echelon.i2p, wie es hier steht, genau, ist zwar eine Adresse, aber wenn jemand anderer eine andere B64-Adresse dafür hat in seiner Datenbank, kommt er ganz woanders raus. Das ist so ein bisschen, aber wir suchen halt eben noch. Wir wollten das GNU-Net nehmen. Das GNU-Net als DNS-Server sozusagen hat aber andere Probleme gehabt. Es ist immer ein Trade-off zwischen funktioniert gut, hat gewisse Features, die wir haben wollen und ist sicher und secure. Dezentral, ja, es kommt auch noch hinzu, aber es ist ja manchmal nicht so einfach. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, wenn es ja sowieso ein internes Netz sein sollte, warum dann TCP, warum nicht gleich GNU-Net oder ein neues Protokoll? Naja, es ist ja 15 Jahre alt. Okay. Vor 15 Jahren gab es noch nicht so viel. Okay. Und das IPv-Protokoll, welches ganz im Untergrund läuft, ist ein eigenes Protokoll. Und das TCP kam sozusagen erst, naja, ich will nicht sagen später, aber von der Entwicklungsstange her kam es schon ein paar Monate später drauf, weil man gesehen hat, die Theorie, ein eigenes Netz aufzubauen und End-to-End-Verschlüsselung von Application zu Application ist super. Das macht nur keiner. Auch jetzt, wir haben so um die 50.000 Router laufen. Wo sind die verteilt ungefähr? Sagen wir mal, die meisten, um die 5.000 bis 8.000 liegen Russland, knapp dahinter die USA, einige tausend in Europa und dann weltweit. Also ich habe sogar noch ein paar .su hatten wir noch mal drin. Also und auch ein paar komische Trinidad Tobago habe ich immer mal ein oder zwei gehabt. Es ist sehr skurril. Dadurch, auch wegen den ganzen anderen Limitierungen, die wir haben, sehen wir natürlich nie das ganze Netz. Die ganzen Sachen, die ich hier sage mit den Zahlen, wie viel wir sind, ist immer eine Schätzung. Plus, minus 30%. Aber ja, es ist ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, also das unterliegende Protokoll ist was eigenes, aber wenn man jetzt anfängt, wirklich recht radikal was eigenes zu machen, dann landet man hinterher bei 100, 200 Usern und dann stellt man sich die Frage, wozu macht man das? Genauso mit den Entscheidungen, was man jetzt wirklich über die Tunnel rüberleitet. SOX ist eine schöne Sache, hat aber auch wieder andere Limitierungen. Deswegen wir sagen, SOX kam ja sehr, sehr spät in unseren Tunnel als Supported dazu, weil wir es in dem Moment gar nicht brauchten und gesagt haben, im Moment taugt uns das nicht. Ansonsten kann ich sagen, danke, wenn wer Sticker will. Ich habe vorne in der Box welche reingeworfen, hier liegen noch welche. Meine Aufgabe ist es, den Vortrag zu halten und Sticker zu verteilen. Ich habe nochmal eine Frage. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, habe ich da irgendwas wie ein Tab-Device oder so? Nein. Nicht. Also es ist rein praktisch, installiert man das. Sorry. Und dann hat man auf Localhost lauschen die meisten Services. Die, also Java-Client wird dann an Localhost-Interface gebunden und dann hat man auf Localhost 127.0.0.1 .6668 zum Beispiel, nicht einen IRC-Server. Wenn man sich mit einem IRC-Client dort verbindet, landet man automatisch im IRC-2P-Netzwerk und dann ist man dort verbunden. Und die anderen Services, E-Mail, weiß ich jetzt gar nicht, welche Ports wir standardmäßig genommen haben, kann aber jeder auf der Router-Konsole entsprechend ändern. Router-Konsole ist Localhost 7657 und wir haben HTTPS-Proxy auf Port 4444, der geht dann weiter an den Out-Proxy, den ich hier genannt habe und von dort, also entweder ins Out-Proxy oder halt eben auf die anderen ITP-Webseiten, die es gibt. Und vom Out-Proxy gegebenenfalls über Tor ins Netzwerk oder direkt ins Netzwerk, je nachdem, wie man, welchen man da lokal einkonfiguriert hat. In dem Sinne wurde es schon versucht, möglichst einfach zu halten, aber es ist ein komplexes Thema, da muss man dann immer wieder ein bisschen vorsichtig sein. Und gerade das mit Localhost ist so ein Thema, wo viele Leute ankommen und dann meinen, ich muss doch jetzt aber einen SOX-Proxy einrichten. Nein, musst du nicht. Zum Beispiel IRC Connect. Dank Tor, sage ich mal, sind die meisten Leute dabei, aber da muss ich doch einen SOX-Proxy nehmen. Nein, bitte keinen SOX-Proxy, direkt IRC Connect, dann funktioniert das. Wie schwer ist das für einen Normalsterblichen, auch
installieren? Apt-get install I2P. Okay, also dann ist es installiert. Dann, wenn man dann auch das auch noch I2P-Router Start tippt oder System Control I2P Start, müsste es sein, dann läuft es. Und wie gesagt, wenn man dann sollte standardmäßig der Browser aufgehen auf Port 7657 Localhost und die Webrouter-Interface anzeigen. Wenn es nicht ist, Localhost Doppelpunkt 7657, steht in der Dokumentation eigentlich auch drin, dann ist die Router-Konsole da. Dort stehen auch ein, zwei Tipps, welche Webseiten man besuchen kann. IRC-Client, soweit denn der Router gestartet ist, braucht es zwischen 2 und 20 Minuten, je nachdem, wie lokal, wie gerade die lokale Anbindung ist, dass man die anderen Router kennt und die Tunnel aufgebaut hat. Und dann kann man sich mit dem IRC-Client an Localhost 6668 verbinden, dann ist man im IRC drin. Oder man kann I2P Snark starten, kann Torrent machen oder andere Services, die man gegebenenfalls konfiguriert. Wir sind nicht die beste User Experience, sorry, das wissen wir selber. Wir sind aber auf dem Weg von ganz schlimmer Admin-Kiste bis hin zu ganz simpel. Das Problem ist nur, wenn man zu simpel macht, dann hat man so viele Optionen unterschlagen, die man eigentlich braucht. Aber wir bemühen uns, da jetzt das Ganze wirklich gut hinzubekommen. Und wenn jemand einen Hinweis hat, da sind E-Mail, also meine Kontaktdaten stehen dort. Und wenn da wirklich ein ganz grober Schnitzer drin ist und man irgendwas wirklich nicht so einfach versteht, bitte einen Hinweis geben und wir bemühen uns, das besser zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich, also wenn man Debian oder nicht Konsorten oder halt den Derivat hat, apt-get install, unter Windows oder unter Mac gibt es ein, für uns, für Java halt eben .jar-Paket, da kann man java-jar install bla 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 machen, dann ist es auch installiert. Das ist recht simpel. Und die standardmäßige Geschichte ist halt eben wirklich, dass der normale Nutzer mitarbeiten kann. Wenn man gewisse Dinge wirklich komplizierter machen möchte, weil man sagt, man möchte 10 eigene Hidden Services betreiben, dann ist es etwas mehr Aufwand, aber im Endeffekt bedeutet das dann auch nur, die Webseite in Router-Konsole zu besuchen, 3-4 Klicks zu setzen, dort die Adresse einzutragen und dann auf Save klicken und Start klicken. Man muss nur wissen, wo diese Punkte liegen. Das ist das größere Problem. Habe ich nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe, glaube ich, gerade keine Router-Interface hier. Das ist schlecht. Schlecht vorbereitet. Sorry. Aber manchmal geht es auch mit gut vorbereitet nicht gut. Das war vorhin unvorhersehbar. Wo haben wir es denn? Wollen wir doch mal da schauen. Denn da... Also, da haben wir ein Bild von der Router-Konsole, wenn man es gestartet ist. Leider geht das Bild nicht groß. Ja, super. Es ist jetzt etwas unscharf, weil das Bild ein bisschen kleiner ist. Und hier links sieht man im Endeffekt die Version, von wann das ist, wie lange die ganze läuft. Und hier unten News und Updates, wenn man halt ein neues Update gibt. Und hier unten praktisch nur die, hier unten stehen dann die Services, die Tunnel, die man aufgebaut hat. Das ist im Endeffekt das Allerwichtigste. Und hier sind ein paar Webseiten, I2P-Sites, die man verbinden, die man aufrufen kann für Services, die wir vom Entwicklerteam als interessant empfinden und die gewisse Regeln beachten. Also A, sie sollten einen Ansprechpartner haben, der erreichbar ist, und B, sie sollten nicht Links auf irgendwelche illegalen Inhalte enthalten. Deswegen sind da keine Imageboards oder ähnliche Sachen drin, die es im I2P gibt, wo wir selber wissen, es gibt sie, aber wir praktisch die Adresse A nicht kennen und B auch möglichst niemandem sagen, dass es die Sachen gibt. Das ist bei uns auch noch so ein ganz heikles Thema, die, wie wir vorhin angesprochen haben, die umsetzen zwischen Namen und B64-Adresse. Es gibt einen unlimitierten Service, der die sämtlichen Adressen, die eingetragen sind, raushauen. Und es gibt einen von unserem Team, der praktisch auch ein Adressbuch verwaltet, wo aber nur Sachen drin sind, wo wir sagen, die erachten wir als safe, sauber. Okay. Dann würde ich mal sagen, sind wir rechtzeitig, mehr als rechtzeitig fertig.